bist du eben krank und empfängst niemanden. Ich jedenfalls bleibe so lange hier sitzen, bis ich mein Geld habe. Bist du eine Woche krank, bleibe ich eine Woche hier sitzen und rühre mich nicht von der Stelle. Und ein ganzes Jahr, wenn es sein muss. Ich kriege mein Geld schon. Mich wirst du nicht mit deiner Trauerkleidung. Stimmung an. Gott, was bin ich? So müde, dass ich die ganze Welt verändern könnte. Geben Sie mir mein Geld und ich verschwinde. Ich habe Ihnen klipp und klar gesagt, ich habe heute kein Geld. Warten Sie bis übermorgen. Ich habe Ihnen eben so klipp und klar gesagt, ich brauche es nicht übermorgen, sondern heute. Wenn Sie heute nicht bezahlen, muss ich morgen den Streng nehmen. Aber was soll ich denn machen, wenn ich heute keins habe? Sie sind ja wirklich gut. Sie wollen also nicht bezahlen? Ich kann nicht. Geld habe. Übermorgen zahlen Sie. Ausgezeichnet. Dann bleibe ich hier bis übermorgen sitzen und rühre mich nicht vom Fleck. Ich frage Sie, muss ich morgen meine Zinsen zahlen? Ja oder nein? Schreien Sie doch nicht so herum! Das ist doch hier kein Pferdestall! Zum Teufel nochmal mit dem Pferdestall. Muss ich morgen meine Zinsen zahlen? Ja oder nein? So spricht man nicht in Gegenwart einer anständigen Frau. Ich weiß sehr wohl, wie man mit einer anständigen Frau spricht. Das wissen Sie nicht. Sie sind ein Grober ohne Manieren. Auf Französisch vielleicht. Madame Jouboure, wie glücklich ich mich schätze, dass ich mein Geld nicht bekomme. Mille pardons, das ist den Westen. Welch wunderbares Wetter wir heute haben. Ich gucke Ihnen schwarz. Du sagst mir mal schnell ja. Grob ohne Verstand. Grob und ohne Verstand. Und ich weiß nicht, wie man sich in Gegenwart von Frauen benimmt. 12 Frauen habe ich den Laufpass gegeben. Siedend heiß und eiskalt ist es mir den Rücken heruntergerungen. Leidenschaftlich geliebt habe ich bis zum Irrsinn. Aber kann jetzt eine Frau überhaupt jemanden lieben, außer ihren Hund? Nur weinen und jammern können sie in der Liebe. Haben Sie mir ehrlich, haben Sie je in Ihrem Leben eine Frau gesehen, die aufrichtig, treu und beständig gewesen ist? Jawohl, der Mann! Der Mann? Der Mann? Na, das ist ja wirklich eine echte Überraschung. Die Männer treu und beständig. Was, wo haben Sie denn das her? Wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich Ihnen sagen, dass von allen Männern, die ich je gekannt habe und kenne, der allerbeste mein verstorbener Mann war. Ich habe ihn leidenschaftlich geliebt, wie eine junge, sensible Frau lieben kann. Ich habe ihm mein Glück geschenkt. Mein Leben, meine Jugend, ich war nur für ihn da, ich betete ihn an wie ein Idol. Und was? Ja, was? Dieser Mann hat mich auf Schritt und Tritt ganz gemein betrogen. Nach seinem Tod fand ich in einem Tisch eine Schublade voller Liebesbriefe, hat Verhältnisse gehabt, mein Geld verbraßt und machte sich über meine Gefühle lustig. Und trotzdem habe ich ihn geliebt und ihm die Treue gehalten. Mehr noch. Jetzt, wo er tot ist, bin ich ihm immer noch treu und habe mich für alle Zeiten in diesen vier Wänden begraben und werde um ihn trauern, bis ich sterbe. Meinen Sie, ich weiß nicht, warum Sie dieses schwarze Kostüm tragen und sich in den eigenen vier Wänden lebendig begraben haben? Und ob ich es weiß? So
könnte irgendjemand oder ein Schriftsteller an ihrem Gut vorbeikommen, durchs Fenster blicken und denken, hier wohnt die geheimnisvolle Frau, die sich aus Liebe zu ihrem Gemahl freiwillig in den eigenen vier Wänden lebendig begraben hat. Diese Tricks kennen wir schon! Wie können Sie es wagen, mir solche Unverschämtheiten zu sagen? Ja, Sie haben sich wohl lebendig begraben, aber dabei nicht auf das Schwinden vergessen. Es ist einfach unerhört, wie Sie mit mir reden! Keine Frau deswegen gewohnt, gerade heraus zu sagen, was ich meine. So schreien Sie nicht, wenn ich bitten darf! Ich schreie nicht, Sie schreien! Und lassen Sie mich gefälligst in Ruhe! Da geben Sie mir mein Geld und ich verschwinde! Sie kriegen nichts! Und ob ich es kriege? Nein, jetzt erst recht nicht! Und jetzt machen Sie, dass Sie fortkommen! Sie müssen schon entschuldigen, aber ich bin nicht Ihr Ehemann. Also, machen Sie mir keine Szene. Mhm. Was mag ich nämlich gar nicht? Sie haben sich auch noch hingesetzt. Ja. Ich möchte aber, dass Sie gehen. Wenn ich mein Geld habe. Gehen Sie! Nein? Nein! Sie grobschlächtiger Bär, Sie ungehobelter Patron! Jawohl, Sie sind ein Monster! Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, dass Sie ein Bär sind, ein Monster! Sie müssen schon entschuldigen, aber er gibt Ihnen das Recht, mich zu beleidigen? Jawohl, ich beleidige Sie laut. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen? Sie meinen wohl, bloß weil Sie ein poetisches Geschöpf sind, können Sie jedermann ungestraft beleidigen? Ja, denken Sie das? Da bleibt nur das Duell. Duellieren! Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen? Lasse mich von niemandem beleidigen, auch wenn Sie eine Frau, ein schwaches Geschöpf sind. Sie sind ein Zeit, mit dem Vorurteil aufzuräumen. Nur der Mann müsste für seine Beleidigungen gerade stehen. Wenn schon Gleichberechtigung, dann richtig. Zum Teufel nochmal, du Hände! Genugtuung wollen Sie, ja? Auf der Stelle! Auf der Stelle! Von meinem Mann sind noch Pistolen, ich hole sie sofort. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen eine Kugel in Ihre polierte Stirn zu jagen. Der Teufel soll sie holen. Das ist wahre Gleichberechtigung. Das ist Emanzipation. Da sind beide Geschlechter gleich. Ich erschieße sie aus Prinzip. Aus Prinzip! Aus Prinzip. Der Teufel soll sie holen und ich jage ihnen eine Kugel durch ihre pornierte Stirn. Das nenne ich gut. Sie hat die Herausforderung angenommen. Ehrlich, das erlebe ich zum ersten Mal. Sowas imponiert mir. Sie, das gefällt mir verdammt gut. Sie gefällt mir verdammt gut. So, ist das so richtig? Jetzt ziehen Sie durch. Und dann müssen Sie ziehen. Geben Sie den Kopf ein bisschen zurück. Halten Sie den Arm gestreckt, wie es sich gehört. Und dann drücken Sie mit dem Finger Stelle. Ja, genau hier. Das war's. Bloß. Die Regeln müssen Sie beachten. Nicht zu überstürzen. Und genau ziehen, dass die Hand nicht zieht. Aber drehen wir den Garten. Ihr Zimmer schließt sich nicht gut. Warum denn das schon wieder? Das ist meine Sache. Sie haben Angst bekommen vor der eigenen Courage, habe ich recht? Ich gebe keine Remedien vor, keine Ausflüchte, wenn Ihre Stirn folgen Sie mir gefälligst nach! Diese Stirn, die ich so hasse! Angst also!
Sie lügen. Warum? Weil. Gehen Sie mir aus den Augen, ich hasse Sie! Machen Sie das sofort, oder ich schieße! Aber. Überlegen Sie. Und entscheiden Sie. Entscheiden Sie jetzt. Denn wenn ich gehe, sehen wir uns nie wieder. Ich bin ein anständiger Mensch. Wollen Sie Seefrau werden? Zum Duell! Ich habe es mir geboren! Und jetzt das hier. Ich biete Ihnen ein Herz. Wollen Sie meine Frau werden? Und Hand. Ja? Oder nein? Warten Sie! Nichts! Gehen Sie! Gehen Sie auf der Stelle! Ich hasse Sie! Gehen Sie nicht! Was stehen Sie denn noch herum? Machen Sie, dass Sie fortkommen! Fort mit Ihnen! Sie ruhig. Fort mit Ihnen! Wollen Sie nie so wütend auf mich? Kommen Sie mir bloß nicht näher!